Wer von euch sieht noch fresh aus? Und zwar du. Dann machst du das nämlich mal hier. Wahrscheinlich mit euch hier los. Könnt ihr euch vielleicht mal ein bisschen nützlich machen. Und nicht nur vor dem Konto rumstehen. Das war's, Jungs, ihr Flottenbefehl. Eine Einheit wurde ausgebildet. Hübsch, stellt euch auf, echt. Super. Das sieht echt nett aus. Pff. Ah, ihr habt's alle schon ein bisschen im Schatten, kann das sein? So, dann lässt sich hier mal reparieren. Seahorse. Und dann machen wir hier in einem finalen Akt diese Insel noch fertig platt. Eine Einheit wurde ausgebildet. So, ich weiß nur nicht, wie ich den Turm kriegen soll. Und zwar kommen wir da am besten von da, glaube ich. Würde ich mal sagen. So, du kommst jetzt mal mit hier. Schiffsreparatur beendet. Und wir kommen von hier. Neue Einheiten sind bereit. Ihr habt euren Einwohnern die Baumaterialien entzogen. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Rabatt. Okay. Neue Einheiten sind bereit. Ja, ja, machen wir hier, die ist Mauer kaputt hier. Die Mauer muss weg. So. Eine Einheit wurde ausgebildet. Gut, alles klar. So, jetzt können wir hier nicht ordentlich wieder durchstarten. So, und dann machen wir den Marktplatz nämlich platt und dann haben wir freie Sicht auf den Turm. Nee, aber nicht. Weil er schon wieder so bescheuert da rumsteht. Neue Einheiten sind bereit. Aber zum Glück haben wir diesmal genug Kanoniere. Boah. Da steckst du halt echt nicht drin. Oh, Gottes Willen. Ich frage mich jetzt nur, wie der sich das leisten kann. Ja, und neue ich würde sagen, jetzt machen wir halt wirklich dann alles platt. So, ne? Hä, wer ist er hier? Ach so, der gehört zu mir. Hehe. Dann stecke ich euch mal auf 7. Neue Soldaten sind verfügbar. So, dann kommt ihr mal hierher und dann ihr da, zack. Und dann ist die Insel nämlich auch erledigt. Komplett. Endlich. Theater. Tschüss, Soldaten Theater. Sind ausgebildet. Tschüss, Haus. Tschüss, Hochschule. Ciao, ciao, ciao. Neue und Soldaten ciao, okay. Sind verfügbar. Ja, da ist er jetzt noch irgendwie hier da rumeiern, aber da kommst du jetzt mal her und nimmst mal ein bisschen Zeug hier mit. Und dann übernehmen wir den mal und das machen wir nicht, weil dann Insel dann auch. Dann geht das Ganze nämlich eine ganze Ecke schneller. Okay, jetzt kommt ihr mal. Da könnt ihr leichter einsteigen. Könnt ihr da rumlaufen? Sogar. Ja, macht er hübsch. So, und rein mit euch. Und auf die nächste Insel. Und zwar hier legen wir an. Das kann so knicken. Scheiße, jetzt kann ich hier kein Konto drüber pflanzen, gell? Halt, halt, halt. Wir sind hier noch nicht fertig anscheinend. Irgendjemand hat sich hier gedacht, dass er hier nochmal was bauen muss. Hoppala, was machen wir hier eigentlich? Und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen werden wir da jetzt ein Konto hinstellen, bevor der wieder einen Marktplatz baut. So. Und dann hast du hier nämlich auch nichts mehr zu sagen. So, und dann gehen wir mit dir. Ja, ja, du kannst dich immer reparieren hier. Und dann holst du nämlich auch die anderen Soldaten hier ab. Alter, was ist denn jetzt los? Gut. Zack. Zack. Klopp. Und dann produzieren wir hier nochmal gleich. Und
Und sowohl hier. Und das reicht jetzt schon mal dicke. Das ist nämlich ein ganzes Schiff voll. Kanonieren. Das sind nämlich 10 Stück. Das ist schon mal super. Du, mein Freund und Kupferstecher, lässt sich jetzt erstmal hier reparieren. Und beeil dich am besten ein bisschen, damit Schiffsreparatur beendet. Er hier sich reparieren lassen kann. Okay. Gut. Da legen wir mal an. So, du machst dich mal hier. Neue Einheiten sind bereit. So, okay, hier haben wir noch die. Hier stehen noch so Leute rum. Lass uns mal einen rauskommen hier. Und dann kommen die Kanoniere schon her. Okay. Oh. Da wollen wir also angegriffen werden. Okay. Mal mit meins. Dann gern. So. Bist du fertig? Alter, wie brauchst du eigentlich? Dich so auf die Nase gepackt, dass du so viel hier dich reparieren lassen musst, ne? Mensch, Freundchen. Ich frage mich, wie lange der hier überleben kann. Weil ich meine, der Kerl, der hat doch echt kein Leben mehr. Also sagen wir mal, kein Gold mehr. Okay, hier kommt's mal wieder schön zurück, weil nämlich hier ein paar Kanoniere kommen. Eine Einheit wurde ausgebildet. Die hier Bock drauf haben, mein Schiff zu zerstören. Schiffsreparatur beendet. Aber das ging schnell. Gut. Dann holst du mal unsere Freunde hier ab. Und dann kommt ihr nochmal raus hier. Oh, ein bisschen Rabatz hier. So, und dann mal den Turm. Das Kontor. Das Gute dran ist, die Türme stehen relativ blöd von ihm. Also für uns gut, weil wir da eine relativ Einheit gut hinkommen. Mit ihr unseren habt euren Kanonieren. Einwohnern okay. Die Baumaterialien das war's entzogen. Dann aber auch schon wieder. Zack. Gut, dann kommst du mal hierher und lässt mal hier ab und du lässt dich reparieren und kommst dann mit den neuen. Haben wir eigentlich wieder schon, das sind schon wieder, eine Achterparade am Start. Das ist sehr, sehr gut und hier haben wir vergessen zu produzieren. Schade. Das ist aber egal. So, und was machen wir mit euch hier? Jetzt stört bei dem das Kontor. Und ja, die Türme können wir leider von außerhalb nicht angreifen. Ja, wir zerstören hier jetzt einfach mal ein bisschen was. Gut. Wenn du hier dann deine Einheiten mal ausschaufelst hier. So. Ich würde sagen, wir könnten die Mission vielleicht jetzt noch schaffen. Schnell. Und dann insgesamt dann 10 Teilen fertigstellen. Neue Soldaten sind. Das wäre schon mal ganz cool. Da hat er wieder so einen Turm hingebaut, der Sack. Gar nicht, ey. Ah, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht erstmal. Jetzt machen wir es erstmal so. Okay, Mappe ist weg. Und jetzt müssen wir mal außen rum fahren. Jetzt müssen wir uns hier mal den Weg freischießen. Und zwar erst das Ding hier weg. Dann das Ding hier weg. Und dann der Turm. So, du Kumpel, lässt dich mal reparieren. Vielleicht brauchen wir die sogar gar nicht mehr. Aber es ist eine Einheit wurde ausgebildet. Und ich glaube, das sind schon fast wieder 8. So, Freunde. Dann machen wir hier weiter und gehen wir darüber. So, ihr macht natürlich das Konto wieder Schrott. Dann machen wir die 2 Farben hier kaputt und dann kommt als nächstes der Turm hier. So, dann muss der dran glauben und dann kommt der Turm hier dran. Ein Schiff wurde repariert. Ist der andere Turm auch schon? Nein, gut. Oder hat schon, ich weiß es nicht. Ah, kommt her, meine Freunde. Ah, das ist halt der Turm, steht wieder scheiße.
Neue Soldaten sind verfügbar. Kriegen wir den noch hin? Kriegen wir den noch hin? Nein, das war's. Gut, du bist dann fertig hier und letzte Mal neue Leute hier auf. Komm, kannst schon herkommen. Trau dich. So, ja, haben wir gleich 8 hier am Start. So, dann nimmst du dich mal hier und du kommst mal da und ja, ne? Und dann tun wir hier gleich mal noch mal ein paar Kolonien hier so einschaufeln, ja, produzieren hier. So, und ich hoffe doch jetzt, dass es endlich mal dann der letzte Angriff sein wird. Ja, da kommen wir leider nicht hin, immer noch nicht. Okay, dann fangen wir gleich mal nochmal an hier frisch. Neue Soldaten sind verfügbar. Gehen wir frisch ins Werk. Okay, hier hat er mal nichts mehr gebaut, kein Turm mehr und so. Hier muss man die Bäume hier wegmachen. Jetzt kommen wir hier am Turm nicht gescheit hin. So. Alter. Okay, jetzt und jetzt auf den Turm. Genau, sehr gut, hast du gemacht. Eine Einheit. So, letzter Marktplatz und letzter Turm. Und der Turm noch. Komm schon, Jungs. Ah, das ist natürlich dämlich. Die Bäume stellen den Turm im Weg. So, jetzt da. Okay. Moment. Ist alles soweit fertig. Jetzt kommst du mal her. Jetzt kommst du dran. Das ist jetzt der finale Akt. Wenn er jetzt nicht gleich aufgibt, was er eigentlich tun sollte. Soldaten sind ausgebildet. Und zwar der finale Akt. Ein Kontor bauen. Und dann... Sollte der Sieg eigentlich unser sein? Ja, natürlich. Ja. Ja, dann schauen wir mal auf die Bilanz, was es da so zu sehen gibt. Wir haben sehr viele Dörfer und Städte, aber bringen nur sehr wenig Punkte, weil wir natürlich sehr wenig Bevölkerung haben hier. Zufriedenheit, ja, 2 Denkmäler hatten wir irgendwie. Okay, von mir aus. Waffenmögen, ja, war in Ordnung, aber wir haben ja nur darauf geachtet, dass es nicht runtergeht. Bilanz war so ein bisschen positiv, war in Ordnung. Besiedelte Inseln, check, ja, 80 Soldaten gefallen, besiegt und 77 gefallen. Schon hart. Aber wir haben auch 33 Schiffe verschenkt. Versenkt natürlich. 2 sind von uns selber gesunken und ja, wir haben 3 Gegner besiegt, was natürlich top ist. Und natürlich einen 100%igen Missionsbonus. Was heißt, dass wir 26.598 Punkte haben? Bisher unser Highscore. Das versuchen wir mal zu toppen und ja, ich weiß gar nicht, wie weit wir gerade im Endlosspiel sind, das sind wir glaube ich, ja, ich sag jetzt hier mal auf jeden Fall nichts, aber das ist schon mal recht vernünftig, muss man sagen. Weiß wird gar keine Punkte gemacht, Blau auch nicht, war klar, die sind ja gerade erst gekommen, wir haben es zerballert, haben auf jeden Fall nur 1 Schiff gesunken, ja, und der kriegt nur seine Punkte für die Soldaten, er hatte sogar noch relativ viel Barvermögen, für das, dass es wahrscheinlich ziemlich runtergeht. Okay. Ja, gut, Hauptmenü würde ich sagen. Das Monopol ist der nächste Auftrag. Ja, da würde ich sagen, das machen wir dann wohl das nächste Mal. Und ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Und freut euch dann auf morgen auf die nächste Folge, ja, auf Folge 1 von Das Monopol. Würde ich erstmal sagen, dann see ya.